Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Samstagabend? Party? Du hast keine Chips. Ha! Pech gehabt. Nein, ich helfe dir. Schau mal. Selbstgemachte Kartoffelchips. Du brauchst für knusprige Kartoffelchips ganz, ganz wenig Ware. Hier hinten habe ich Öl zum Frittieren nachher, Wasser, ein paar Gewürze und natürlich Kartoffeln noch. Die Kartoffeln, die müssen ganz, ganz dünn werden. Also dünn geschnitten werden, damit wir sie nachher frittieren können und dann kommen sie im Backofen. Ich zeige dir jetzt drei Methoden, wie du sie ganz dünn schneiden kannst. Du nimmst ein ganz normales Rüstmesser. Hier habe ich übrigens schon einen Kübel voll Wasser. Und du, wie beim Rüsten, schneidest du ganz dünne Scheiben hier ab. Ganz einfach. Zweite Variante. Dieses multifunktionelle Schneide Dingsbums, Bumsdings, wie auch immer. Rösti mache ich damit. Käse raffeln, für was weiß ich das nicht. Und hier so zum Beispiel Gurken schneiden oder eben ganz feine Kartoffelscheiben damit. Schau mal. Siehst du? Dann hast du genau solche dünne Scheiben. Ziemlich dünn. Die gebe ich gleich ins Wasser. Und Variante 3, ganz einfach, eine Aufschnittmaschine ganz dünn einstellen. Nicht vergessen, die Kartoffeln mit dem Anschlag einzuspannen. Ansonsten hast du da noch ein bisschen Fleisch in deinen Kartoffelchips. Und so schneiden wir diese Kartoffelchips ganz schnell durch. Alle Kartoffeln habe ich geschnitten. Übrigens, ich habe festkochende genommen. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle, welche Sorte von Kartoffeln du nimmst. Ich habe jetzt alle geschnittenen Kartoffeln hier in das Wasser gegeben, in meinem Kübel. Und die wasche ich jetzt nun richtig durch. Du weißt ja, Kartoffeln haben Kartoffelstärke. Die brauchst du zum Beispiel zum Kochen oder Backen. Und die müssen wir jetzt rauswaschen. Richtig schön alle Kartoffeln gut, gut durchwaschen. Nachher gehe ich unter den Wasserhahn, leere das Wasser aus und gebe nochmals frisches Wasser hinein. Dann habe ich hier ein Tuch auf meinen Tisch gelegt und nun verteile ich alle geschnittenen Kartoffelscheiben auf diesem Tuch, damit sie abtropfen und trocknen können. Nachdem ich nun alle Kartoffelchips ausgelegt habe, nehme ich noch ein zweites Tuch an. Übrigens, das ist die Ausbeute aus 4 Kartoffeln. Schau mal, so viel bekommst du. Nimm ein zweites Tüchlein und trockne es auch noch von der oberen Seite, dass sie wirklich richtig schön trocken sind. In der Zwischenzeit, wo sie hier trocknen, nehme ich meine uralte Bratpfanne, erhitze die und gebe Öl hinein. Alternativ kannst du natürlich auch eine Fritteuse nehmen, um die Chips nachher frittieren. Das Öl ist schön heiß, das siehst du hier am Hölzchen-Test. Sobald es Plätzchen gibt um den Holz herum, ist es heiß. Und nun geben wir ganz vorsichtig die Kartoffelchips hier hinein, also die Scheiben. Am besten nimmst du gleich eine Schaumkelle, gibst in die Schaumkelle und so schön langsam reingeben. Und nicht zu viel auf einmal, damit sie ja nicht kleben. So. Gut herumrühren, damit sie auch beidseitig schön frittiert werden. Hörst du, wie es zischt? Das ist wegen dem Wasser. Deswegen so gut wie möglich die Kartoffelscheiben trocknen. 2-3 Minuten später nehme ich sie gleich wieder raus und gebe sie hier auf ein Küchenpapier, damit das Fett wunderbar abtropfen kann. Und gleich die nächste Runde. Nachdem das Fett ein bisschen abgetropft ist, nehme ich diese Kartoffelchips hier und verteile sie auf einem Backblech mit einem Gitter darauf. Wieso? Du siehst ja, zum Teil haben sie nicht so eine schöne Farbe, weil natürlich viel mehr in der Öl drin waren und nicht alle schön braun werden konnten. Ich gebe diese jetzt noch ein bisschen in den Backofen hinein. Ich lasse sie noch austrocknen im Backofen bei 120 Grad, so ungefähr 10 Minuten. Und jetzt kommt das Geniale am selbstgemachten Chips. Du kannst sie würzen nach deinem Belieben. Klassisch, jetzt gebe ich ein bisschen Salz hier drauf. Hier hinten
Paprika. Was ich sehr gerne auch mag, ist Kräuter. So Chips à la Provence. Oder zum Beispiel Curry. Curry-Chips. Ah, das ist auch etwas ganz Leckeres. Das ist ein ganz spezieller Geschmack. Hörst du das? Hört man schon? Ah, die sind so knusprig. Hey, unsere Chips sind fertig. Hier ist die Curry. Hier habe ich Natur mit Salz. Dann habe ich hier Knoblauch genommen. Oh, das ist so lecker. Kräuter. Und dann hier noch das mit dem Paprika. Und dann habe ich noch, wo habe ich sie? Und hier noch eine Dip. Kartoffelchips und Dip. Oh, sowas von lecker. Sowas von lecker. Ein bisschen Frischkäse, ein bisschen Naturjoghurt und dann noch ein paar Kräuter und fertig war die Dip. Selbstgemachte Kartoffelchips. Sowas von einfach, wie du gesehen hast. Gewürze, Kräuter, was du gerade heute Lust hast und was du gerade zu Hause hast. Und vor allem, du weißt, was da drin ist und was du isst. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du machst sie nach. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag. Hey, bitte bleib gesund. Wir sehen uns. Ciao!